Herzlich willkommen! Ich freue mich über Ihr Interesse. Mein Name ist Klaus Echtler und das Thema heute in diesem Video ist ein Thema, das sich auch um Geld handelt, wie ich meine. Und es lautet Wasser, Mineralwasser, Tafelwasser, verpackt in Tetrapack. Ja, ist ganz ungewöhnlich, aber es bewegt mich und ich glaube, dass es durchaus für die Unternehmen Sinn macht, die dieses Produkt verkaufen und immer vermehrt verkaufen, weil ich denke, dass diese Unternehmen mit diesem Tetrapack, in das man Wasser einfüllt und dann im Supermarkt verkauft, mehr Gewinn machen können als mit Wasser in Glasflaschen oder in Plastikflaschen, weil sonst würden sie es nicht tun. Es hat mich schon befremdet, als ich zum Beispiel bei Aldi vor einigen Wochen im Regal Plastikflaschen im Kühlregal gesehen habe, wo drauf stand Urwasser. Es ist natürlich ein toller Marketing-Gag, Urwasser zu verkaufen in Kunststoffflaschen, die pfandfrei sind, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Aber selbst wenn Pfand drauf ist, ist der Gag Urwasser schon sehr, sehr gut. Und man kann der Marketingabteilung nur gratulieren zu diesem Begriff Urwasser. Sicherlich ist der auch geschützt. Aber als ich dann sah, dass es immer mehr Läden gibt, egal ob das jetzt Discounter sind oder keine Discounter, oder ob das im Internet ist, die Wasser in Tetrapacks verkaufen, habe ich mich mal gefragt, was soll denn das eigentlich? Warum füllt man denn jetzt plötzlich Wasser in Tetrapacks ab? Es gibt auch von diesen Unternehmen unterschiedlichste Wassersorten. Da gibt es Wasser für normale Menschen, da steht gar nichts drauf. Dann gibt es natürlich Quellwasser und dann gibt es Tafelwasser. Es gibt auch Babywasser, also speziell für Babys. Dann gibt es Wasser, das man auf die Bergtour mitnimmt in möglichst kleinen Verpackungseinheiten. Ich glaube, das geht runter bis 0,1 und halbe Liter und dann noch, glaube ich, auch Liter Verpackungen gibt es auch. Und ich habe dann mal einfach mir überlegt, was könnte der Grund sein, warum ein Unternehmen Wasser in Tetrapacks abfüllt. Sie sind pfandfrei, das ist mal schon das Wichtigste. Das bedeutet, es ist viel, viel einfacher, diese Verpackungen in den Verkehr zu bringen, weil man muss sich nicht darum kümmern, wie man sie wieder zurückholt. Das spart aus meiner Sicht schon mal Geld, so wie das zum Beispiel bei Plastikflaschen und bei Glasflaschen der Fall ist. Zum Zweiten habe ich mir überlegt, aus was sind denn diese Verpackungen Tetrapack eigentlich? Und ich habe mal recherchiert im Internet, es gibt einen Bericht, der ist zwar schon ein paar Jahre alt, ZDF Zoom hat dort recherchiert und hat festgestellt, dass ein Tetrapack zu 63% aus Papier, zu 23% aus Kunststofffolie, zu 4% aus Aluminium und zu 10% aus Plastikverschluss und Schraubkappe besteht. Warum hat man diesen Fall, dieses Tetrapack recherchiert, wenn man feststellen wollte, wie umweltfreundlich oder eben umweltschädlich Tetrapack ist? Und man hat festgestellt, dass man das Tetrapack zurzeit ökologisch als vorteilhaft gilt, weil die Schwelle dieser ökologischen Vorteilhaftigkeit bei über 60% liegen muss. Und wenn diese Schwelle von 60% ökologischer Vorteilhaftigkeit überschritten wird, dann ist auch die Pfandpflicht plötzlich kein Thema mehr. Dann kann man nämlich auf das Pfand verzichten. Und jetzt hat man aber allerdings festgestellt, dass das Recycling dieses Tetrapacks auf unterschiedliche Weise erfolgen kann. Und ZDF Zoom hat in dieser Recherche ermittelt, dass die Angaben von den Herstellern ökologisch vorteilhaft bei 70% liegen. Und dann hat das einfach nachgestellt und nachgebaut und hat diese Tetrapacks selbst entsorgt, gereinigt, verbrannt, wie auch immer man das macht, das entzieht sich meiner Kenntnis, und hat festgestellt, dass es tatsächlich nur 36% ökologische Vorteilhaftigkeit bei diesen Tetrapacks gibt. Und somit ist eigentlich diese Schwelle von 60% weit unterschritten und es müsste eigentlich geprüft werden, ob diese Tetrapacks nicht pfandpflichtig werden.
Also das heißt, es muss eine ganz schöne große Menge Geld dahinter stecken, dass es Unternehmen gibt, die Tetra-Paks für Wasser nehmen, was ja auch bekannt ist, dass in zum Beispiel Wasser, das keine Kohlensäure und sonst überhaupt nichts enthält, auch natürlich keine zersetzenden Materialien wie Kohlensäure zum Beispiel drin sind, die dann die Verpackung angreifen können und sozusagen Wasser oder Verschmutzung ins Wasser gelangen, was ja bei Babywasser auf jeden Fall nicht sein sollte. Was mir auch aufgefallen ist, dass es diese Wasserflaschen, diese Tetrapack-Flaschen in sogar 0,1 Liter gibt. Das heißt, eigentlich kauft der Kunde, der diese Packungen kauft, nur Packung, weil das Wasser von 0,1 Liter, das da drin ist, das oftmals einfach aus Leitungswasser, also sprich Tafelwasser ist in aller Regel ja Leitungswasser, abgefüllt wird, eigentlich nichts kostet, sondern nur die Verpackung wiederum entsorgt werden muss. Die Frage ist, wie sie entsorgt wird und was sie für die Umwelt für Schäden hinterlässt, ist sehr fraglich. Ich bin der Meinung, man könnte durch gewisse Regularien könnte man den Verpackungsmüll vermeiden, indem man einfach sagt, 0,1 Liter Verpackungen für Wasser macht keinen Sinn. Ich würde sogar sagen, da ich seit vielen, vielen Jahren, seit über 30 Jahren mich mit dem Wassertrinken auseinandersetze und alle Möglichkeiten schon durchgespielt habe, ich würde Wasser, das man ja sowieso täglich in größeren Mengen trinken muss, nur noch in Literflaschen verkaufen. Vielleicht maximal die kleinste Einheit 0,5 Liter, aber besser in maximal 1 Liter Flaschen. Damit hat man eine vernünftige Füllmenge, man hat ein vernünftiges Preis-Leistungs-Verhältnis und hat auch ein, sagen wir mal, kein so ganz schlechtes Abfallverhältnis, was die, wenn man es schon in Plastikflaschen kauft, das Plastik betrifft. Am besten wäre es natürlich klar zu sagen, hey, wir machen Plastikflaschen, machen wir weg, wir nehmen nur noch Glasflaschen. Ist natürlich schwer für manche Leute, das zu tragen und so weiter. Da gibt es viele für und wider. Aber man könnte zum Beispiel andererseits auch um dieses Thema Recycling und Verpackung und Müll in den Griff zu kriegen, auch auf Tetrapacks, egal was in dieser Verpackung drin ist, Pfand zu verlangen. Es wird zwar daran gedacht, das zu tun, aber ich glaube, die Hersteller finden immer wieder Mittel und Wege, das zu vermeiden. Und die Lobby ist sehr, sehr stark, weil ja antialkoholische Getränke in der überwiegenden Zahl getrunken werden. Und deswegen werden auch Säfte und so weiter und sogar Schorlen und Eistee und so weiter in Tetrapacks verpackt. Ich bin der Meinung, man könnte dort sehr regulierend eingreifen. Und ich finde es eigentlich einen Skandal, dass man jetzt dann, nachdem wir früher die Glasflaschen hatten, dass man dann das Pfand eingeführt hat und jetzt immer wieder Auswege sucht, das Pfand zu umgehen und einfach diesen Aufwand scheut und im Gegenteil sogar Verpackungen erfindet, die pfandfrei sind, um das Ganze noch für den Hersteller und für den Handel attraktiver zu machen, um noch mehr Geld bei den Verbrauchern abzuschöpfen. Ja, das war's für heute. Ich musste das Thema einfach loswerden, weil es mich einfach umtreibt und ich hoffe, Ihnen hat es gefallen. Ich freue mich über Ihre Meinungen. Schreiben Sie es gerne unten in die Kommentare, wenn es Ihnen gefallen hat. Einen Daumen nach oben würde mich sehr freuen und ansonsten freue ich mich bis zum nächsten Mal. Ihr Klaus Echtler.